Kirby schon immer so dick? Oder ist das nur die Perspektive? Das ist die, Zelda, Kirby ist Zelda. Zelda ist dick. Zelda ist immer schon dick. Aber Kirby ist natürlich relativ dick, der ist doch nur rund. Ja, aber ist das dick? Ja. Sonst wäre er doch. Man sieht ja den Bauch gar nicht mehr und den Hals. Das wäre gar kein Nacken. Wie wäre denn sonst? Wie würde Kirby aussehen, wenn er abnimmt? Das ist die Frage. Der ist einfach ein sehr dicker Mensch. Oder schrumpelig. Oder wie ein Apfelknusper. Wie ein schlaffer Ballon, ja, genau. Können wir damit anfangen, kurz, bitte? Also, haben wir doch gerade. Also, wir können gerne damit anfangen. Ja. Ich winke jetzt trotzdem nochmal der Form halber. Hallo. Ha, Form. Das sind so die Diskussionen, die wir haben, wenn wir nicht glauben, dass wir aufgenommen werden. Hast du so ein Kirby Dance gebaut? Das würde jetzt sehr gut passen. Die richtig wichtigen Diskussionen führen wir immer, bevor die Kameras laufen. Genau. Oder das Spiel. Es gibt etwas, das wir euch erzählen müssen. Bitte setzt euch jetzt alle hin. Die letzte Aufnahme, die wir gemacht haben, da haben wir tatsächlich Manus schon besiegt und es war grandios und spektakulär. Der Videoteil dieser Aufnahme ist leider komplett hinüber. Also es sind Teile von dieser Datei funktionieren, die meisten aber nicht. Es ist einfach nicht rettbar. Wir haben allerdings noch die Audioaufnahme von dieser Session und die seht ihr hier in der Beschreibung und im Kommentarbereich vielleicht auch nochmal verlinkt als nicht gelistetes Video. Also quasi wie damals, so Nostalgie 2013. Aber liegt an mir, sei mal ganz ehrlich, liegt an mir, ist es, sobald ich dabei bin, war das erste Mal seitdem. Immer wenn du am Kabel rumspielst. Ja, immer wenn du deinem. Du meinst, dass wir Aufnahmen verlieren, liegt daran, dass ich mich nachts unsittlich berühre? Ich hoffe, also es gibt eine quasi off the record Kabel, nicht genau das, was lang ist. Es ist sehr dünn, aber dafür auch nicht lang. Nein, das ist eins von diesen, die unterm Ozean liegen, um das Internet zu uns zu bringen. Auch von der Länge. Ja. Wenn ihr das quasi als Podcast nachholen wollt, diese Originalaufnahme, könnt ihr Internet. Das tun. Sie ist verlinkt in der Beschreibung. Ich rede jetzt einfach weiter. Ich würde meinen Upload jetzt starten. Ich versuche weiter zu reden. Ja, ich will ja vorankommen mit der Moderation. Das geht ja sonst heute nicht. Aber ganz schön. Können wir neu starten vielleicht? Was ich dadurch machen musste, ist, weil da war ja dann Manus besiegt, ne? Und das kannst du ja in Dark Souls nicht einfach zurücksetzen. Einfach noch bis dahin gespielt. Naja, ich hatte noch den Speicherstand von vorher. Da waren wir allerdings kurz vor Bed of Chaos. Also habe ich Bed of Chaos nochmal gemacht und den gesamten DLC bis hierhin. Das war heute mein Tag, bis kurz bevor ihr gekommen seid. Und ich habe an der Scheiße Torius wirklich nochmal irgendwie 40 Minuten gehangen, weil ich mir so dachte, vorher bin ich da so mega selbstbewusst rein, dachte mir so, ja, jetzt kenne ich den ja. Und dann hat er mich trotzdem noch so fertig gemacht, dieses Arschloch. Ich bin eigentlich gerne dabei gewesen. Ich bin fast beeindruckt davon, dass du einfach nochmal schnell heute das Bed of Chaos gewartet hast, weil das ist ein Boss, der dich jedes Mal, egal wie erfahren du bist. Ja, da habe ich auch 10 Versuche oder so gebraucht, weil das ist einfach Pech. Das war wirklich dein gesamter Tag heute, oder? Das war mein gesamter Tag. Hast du mittlerweile, es gibt doch diesen Speedrunner-Trick, wo du reinkommst und einfach im richtigen Winkel 2 Feuerbomben auf die beiden Sphären werfen musst. Nee. Das hätte vielleicht... Feuerbomben, ja? Ja, ne, die haben doch einen Bogen, die fallen doch ab. Ja, aber da musst du ja trotzdem relativ nah ran. Wir müssen gleich bevor wir die nächste Aufnahme schauen mit dem anderen Spiel, dass wir einmal die Herzzahl anpassen, weil deswegen haben wir gerade richtig krasses... Die Faustsync. Nee, das ist auch einfach ein bisschen Dark Souls. Aber so krass ist es eigentlich immer, wenn wir die 2 Bildschirme haben. Ich habe hier aber V-Sync drauf. Aber das also ich ja bin der Meinung, das sieht ja wirklich komisch aus. Das ist unabhängig von V-Sync, das kennen wir doch. Das ist doch, wenn wir 2 Bildschirme haben und das eine auf irgendwie 59 Hertz, andere auf 60 Hertz eingestellt ist, dann haben wir das. Okay. Naja, ist ja. Ich bin der Meinung, bei Dark Souls war es bei unseren Aufnahmen immer so. Aber, Verlust der Aufnahme betreue ich vor allem deshalb, weil du Manus auf eine dermaßen elegante Weise letztendlich besiegt hast. Hm. Ich weiß, sollten wir hier das sagen oder sollten Leute das hören? Oder ich weiß nicht. Ich habe den Verdacht, dass wir möglicherweise erneut an diesem Punkt kommen. Die Strategie einfach etwas wechselt und ich glaube, man kann sich schon denken, dass es... Das kann passieren. Also mal gucken, was passiert. Aber falls nicht, ist es aber ja... Aber erstmal jetzt noch so tun, als ob hier alles... Als ob ich's auch genau wie damals, als du Manus besiegt hast. Das ist ja wirklich Manus. Es ist das Cleric Beast. Nee, warte. Manus. Oh. Find's gut, dass ihr so... Manus. Manus ist ja das tatsächlich auch Latein und heißt Hans. Das ist Hammes? Manus heißt auch, ist auch lateinisch und ist die älteste Familie in, die älteste Nuss in der Nussfamilie, die ist die sogenannte Manus. Die hat die meiste auch Autorität. Die weiblichste Nuss in der Familie. Das ist, er ist gleichzeitig händisch unterwegs und eine Nuss. Was? Ich habe ein bisschen Respekt verloren vor dem Boss gerade. Warum? Was sind eigentlich eure Top 5 Lieblingsnüsse? Die Walnuss ist auf Platz 2. Die Walnuss? Ja.
der die den Kokosnuss auf Platz 1. Ist natürlich ein bisschen gemein, weil die anderen Nüsse sind kleiner und schwer wird konkurrieren mit einer Kokosnuss, die dann auch noch Getränke anzubieten hat. Das ist natürlich ein unebenes Wettkampffeld. Kommst du zur Kokosnuss, kann ich Ihnen was anbieten. Ja, aber die Erdnuss, ich hätte gerne eine Cola. Klassiker. Ist Pepsi okay? Und soweit ich weiß, sind das alle Nüsse, die es gibt. Deswegen ist das dumm. Was hast du gesagt? Fragen. Walnuss, Kokosnuss? Auf Platz 1 ist die Kokosnuss, ja. Auf Platz 2 ist die Walnuss und auf Platz 3 ist die Erdnuss. Ich glaube, super Top 5. Ich glaube, mehr gibt es aber nicht. Von deswegen. Den dreien sind, glaube ich, zwei keine Nüsse, wenn ich mich recht erinnere. Was ich glaube, du ja, die Kokosnuss. Warum sollten die dann Nuss heißen? Gar keinen Sinn, ja. Was du gerade sagst, Leo. Warum heißt die Kopfnuss, die ich dir gleich gebe, Kopfnuss? Das wäre nicht schlecht. Ziemlich gut. Ja, übrigens, Macadamia sind, ja. Glaube ich, sind auch keine Nüsse. Ja, die haben auch keine Nuss im Namen. Aber die Cashews. Cashews. Das sind Kerne. Auch, das sind, Cashews. Ja, das sind so Kerne, / Früchte, ne? Also die sind unten an den Früchten von diesen... Cashews. Früchten. Ja, von den Cashew-Früchten. Ja, genau. Da die Kerne davon sind Cashew-Kerne. Und du behauptest, ich will das Niveau heben. Cashews sind da. Und bei dir, Mats? Was? Ich esse keine Nüsse. Haselnuss. Die Nutella. Nutella. Die Nutella-Nuss. Ja, das ist Nuss. Platz 1 ist Nutella. Kastanie. Ja. Ist nussähnlich. Ja. Kann ich auf Platz 4 setzen. Currywurst esse ich auch ganz gerne. Wie kann es sein, dass wir gerade erst wieder angefangen haben zu spielen und schon dabei sind, Nüsse aufzulisten, was nichts einfällt, was wir sagen? Manus! Top 5 Nüsse! Also ich finde da die... Artorias auf die Anus! Und ist offensichtlich. Warte, auf die Anus? Oh nein. Ich habe letztens... Platz 5. Nee, das darf ich leider nicht erzählen, weil das ist sehr lustig. Zu lustig, das möchte ich nicht vorwegnehmen. Hat mir Basti erzählt, wie jemand mit Nachnamen heißt, und da habe ich mich 5 Minuten so kaputt gelacht, okay. Und mir total leid getan hat. Den willst du dir aufheben, den Witz. Ja, den muss ich mir leider aufheben. Ja, aber nicht vergessen, bitte. Nee, der ist ja schon aufgenommen, das haben wir schon im Video gemacht. Das hören doch unsere Zuhörer nichts von. Ja, danke. Du. War ein ganz guter Diss, ne? Ja, das stimmt, der war ganz in Ordnung. Ja. Ich glaube, wir kommen vielleicht schneller zu dem. Ja, aber komm, die 15 Minuten müssen wir schon irgendwie noch voll machen. Also das, weißt du, ich sehe den ganzen Wegfall des Videos von der positiven Seite. Immerhin hast du jetzt den coolen Gargoyle-Helm. Wo kommt der überhaupt her? Den hatte ich auch vorher schon. Ich habe mich jetzt nur mal dazu entschieden, ihn anzuziehen. Und du hast ja die Herztasche, die Robin so viel Palme bringt. Das können wir eigentlich auch ein bisschen auswechseln. Gott sei Dank. Wie wär's denn damit? Weißt du, was ich zu dieser Rüstung sagen würde? Sehr die so ist schick. Gargoyle. Gargoyle. Die ist Gargoyle. Da hattest du den Witz und hast einen verkackt. Ja, hab ich gerade. Ja. Hab ich Gargoyle. Ja, so, das waren auch meine Gefühle dazu. Und einmal mehr bin ich an dem Punkt, wo ich sagen möchte, Oso spät schon. Uso spät schon. Uso. Ja, ja. Oh, wer hat an was der Alkohol getrennt? Angeht. Da macht mir keiner. Da kennt Mats keine Verwandten. Nee, ruinös und alkoholabhängig, so kennen wir ihn. Komm im Alter. Ich habe derzeit ein sehr schönes neuerliches Verhältnis zu Dark Souls 1. Denn ich dachte zu Alkohol. Wer sagt, dass das eine das andere nicht bedingt? Das andere ist nicht neuerlich. Das, oder? Ja. Willst du mir. Wir haben viel gelacht über deinen Alkoholismus, aber jetzt auch mal gut. Entschuldigung, ich wollte. Und irgendwann saß sie bei Sam und Tom dachte sich, ey, dass sich noch besoffen und kaputt Leo immer war. Lass dich nochmal einrufen, ob er nochmal Zeit hat für den Podcast. Mal gucken, ob der gerade nüchtern ist. Ich habe gehört, ihm geht's wieder ganz gut. Der kann auch nochmal vorbei. Und dann saß sie hier, guck dir die ganzen schwarzen Geister, wir brauchen eine Alternative für Lordran. Alternative für Unastil. Ja, so war das damals. Nein, also erstmal, wenn du nüchtern Dark Souls spielst, dann verpasst du was. Ich finde, einmal in seinem Leben sollte man es betrunken spielen. Also natürlich nur, wenn man Alkohol trinkt. Tom zum Beispiel trinkt gar keinen Alkohol, dann wahrscheinlich eher nicht. Ne? Aber man kann sich auch anders high machen. Isst du Morcherie eigentlich? Liebe. Nee. Isst du Morcherie? Aber wie viel davon müsste man essen? Also ich glaube, dadurch, dass du gar keinen Alkohol trinkst, reicht bei dir so eine Packung. Meinst du? Ja. Und mit Packung meint der ein so ein Ding. Naja, aber da kriegst du doch eher den Zuckerschock, bevor ja, du das, Alkohol... Ja, das geht Hand in Hand. Das ist, glaube ich, ganz... Oh, das ist einfach ein diabetisches und Alkoholkoma gleichzeitig. Hustensaft wäre vielleicht auch noch eine Möglichkeit. Hustensaft, irgendwie. Hustensaft oder so. Vergorene Früchte allgemein. Alles gute Ideen, Mats. Red weiter. Da war zu Hause so ein kleiner Kandidat, der einen Obstbau, wo einfach mal nur wartet, bis endlich irgendwas noch da fällt. Jetzt kann die Party
die Steine. So von so einem Einkauf, so einen Obstkorb eingepackt und da innen drin vergurrt alles und dann macht einfach ein Loch unten rein und dann die Suppe da so. Sonst agrierst du vor allem rein und. Ich stelle mir gerade wirklich vor, wie wir so ein Trinkspiel haben und wir haben unsere Kurz und Thomas immer in so einen Apfel reinbeißen. Jedes Mal, wenn der Herr der Ringe einen Ork stirbt, dann isst du einen von diesen Äpfeln. Den Schimmel darfst du abholen, aber der Rest muss rein. Den Schimmel musst du riechen, dann macht er auch rein. Jedenfalls, was ich ursprünglich erzählen wollte. Entschuldigung. Ja, ich was. Ich habe derzeit eine schöne Begegnung mit Dark Souls 1, weil mein Freund Robin, nicht der, der gerade neben mir sitzt, obwohl der natürlich auch mein Freund ist. Kannst du mir nochmal kurz, mach das nochmal bitte. Ich fasse dich nochmal an, einen Moment. Ich schreibe gleich in die Kommentare, jetzt erzähl die scheiß Geschichte. Mach doch. Fasst mich gerade kurz an. Wirst du schon sehen, also ich habe derzeit wieder schöne Berührung mit Robin. Ja. Mein anderer Freund Robin. Ist der hübscher oder nicht so hübsch? Ich bin gerade so krass mega eifersüchtig gerade. Ich kann sie kaum beschreiben. Genau, wie hübsch ist der? Ist der hübscher als ich? Und der hübscher als ich? Nein, aber der hat 5000 Patreon-Spende. Oh. Mm. Was macht der so laut schreien, Robin? Nichts. Wer macht nichts? Genau wie bei Hooked. Einfach nichts. Dafür macht Hooked so viel, um zu behaupten, es wäre nichts. Ja, stimmt schon. Ich gerade alles unequipped habe. Scheiß Steuerkreuz. Xbox-Controller, you so pray. Kein Schwert ist auch eine Art zu kämpfen. Das passiert mir auch so oft bei Dark Souls 3. Warum leckt denn seine Hand ganz jetzt so komisch? Was? Deine Leckt? Hand ruckelt die ganze Zeit so komisch durch den Boden, wenn er schlägt. Und da jetzt. Ach so, ja, stimmt. Er zittert so. Ja. Er ist auch aufgeregt. Irgendein komischer Pizza. Ganz nervös. Oh, da ist er. Für ihn auch die sechste Stunde heute. Da ist der Chosen Undead. Ich bin so aufgeregt. Also, jedenfalls, diese Geschichte. Dieser Freund von mir. Dark Souls. Der hat in seinem Leben schon mehrfach versucht, an die Souls-Reihe ranzukommen und ja, ist immer relativ früh gescheitert. Man kennt diese initiale Hürde, diese Barriere, die man durchbrechen muss. Mit rankommen meinst du, sich dafür zu begeistern, in die Spiele reinzukommen? Ja, sozusagen. Okay, also ja. Er konnte schon immer wertschätzen, dass die ziemlich cool sind und sowas, aber es war nie so. Und wir machen momentan ein sehr schönes Projekt, bei dem ich ihm per Skype zugucke beim Dark Souls 1 spielen und sozusagen so ein bisschen guide. Und das ist super interessant und für mich super unterhaltsam, weil ich Dark Souls 1 eine ganze Weile nicht gespielt habe. Das heißt, ich weiß auch nicht mehr alles, vor allem wenn man dann die Teile danach gespielt hat und die ganzen mechanischen Unterschiede plötzlich erstmal wieder klar kriegen musste. Oh ja, das ging ja in Dark Souls 1 noch nicht und so, die Nummer. Und momentan steht er vor den Gargoyles. Und was auch super interessant ist, ich kann bislang schon richtig beobachten, wie er besser wird. Ja. Das Rolltiming wird besser, das Gefühl für Spacing bei den Gegnern, ne, aus welcher Distanz kannst du welchen Angriff machen und so. Er wird wirklich merklich besser und er, sagt er selbst, und das merkt man auch ein bisschen, hat immer mehr Spaß. Mhm. Einfach dadurch, dass ich ihm ein bisschen Impact von dieser initialen Hürde genommen habe. Das finde ich sehr gut. Er hat schon Ehrgeiz entwickelt, als er den Taurus-Dämon besiegt hat. Er hat ihn halt so ein bisschen gecheased mit Feuerbomben und mit seinem Pyromancer-Spell. Ich habe ihm empfohlen, den Pyromancer zu spielen, weil der für Anfänger, finde ich, immer ganz nett ist. Und er war hinterher ein bisschen traurig, dass er den halt so ein bisschen cheesy besiegt hat. Und da habe ich ihm gesagt, Alter, es ist Dark Souls. Dark Souls ist ein fucking Arschloch. Nur 10 Vorteile, die du haben kannst. Tod ist tot. Fuck this shit. Und sowas. Und ich nehme ihm einfach, glaube ich, ein bisschen von dieser... Steht auf meinem Sarg mal. Den. Tod ist tot. Fuck this shit. Nein. Der macht ganz schön viel. Heute. Ah, war. Rede weiter. Ja, dann sind ja die Gargoyles werden dann das große dein Fortschritt, ne, Moment of Truth. Wenn er das schafft, kriegt er den Rest des Spiels. Aber es war auch wieder. Ich glaube, ich hatte noch nie Gelegenheit, jemandem frisch zu gucken, wenn er das erste Mal gegen die Gargoyles kämpft und den Witz noch nicht kennt, dass dann ein zweiter kommt. Ja, ja. Es ist zum Schreien. Es ist. Also wirklich dieser. Das können die doch nicht ernst meinen. Moment ist einfach nur fucking hilarious. Vergiss mir gerne mal, ne? Ja, wenn man das Spiel schon so intus hat und so gut kennt und dann, ja, man macht sich darüber nicht mehr so viele Gedanken, weil natürlich sind die Gargoyles zu zweit, aber ja, das heißt ja auch Gargoyles. Ja, aber das muss man halt erstmal wissen, ne? Das sind so die Details. Ach ja, das ist doch schön. Ein interessantes Konzept. Der eine guckt über Skype. Ja, wir haben versucht, das über Stream-Viewing zu machen, aber irgendwas funktioniert da bei uns nicht. Ihr müsst dann versuchen, das aufzunehmen und dann veröffentlichen mit eurem Kommentar, ob da vielleicht irgendein Format rauskommt. Nee, ich kenne das, dann gehen die Aufnahmen kaputt. Jedenfalls darüber freue ich mich sehr. Das ist Jesus schön. Christ. Yes! No! It
legit. Ja. Legit. Weil jetzt können wir darüber reden, wie Tom ihn das erste Mal geleakt hat. Ehrlich zugeben. Ja, Alter. Das erste Mal hat Tom nach ca. 8-9 Anläufen einfach Havels Rüstung angezogen. Ich glaube, Iron Flash hast du benutzt, ne? Nee, ich glaube nicht. Nee? Ich glaube, das hatten wir gar nicht. Ich glaube, es hat gereicht, einfach nur Havels Rüstung. Aber Havels Rüstung und hat einfach Manus weggetankt. Yes. Hat einfach Combo nach Combo nach Combo und hat den Schaden gefressen, den Manus gemacht. Das war so cheesy, aber ja. Ich möchte dazu sagen, so habe ich vorhin auch Atorias besiegt. Ich mir schon gesagt, aber faktisch. Deine Ehrlichkeit ehrte dich, Tom. Ja, aber das Schöne ist, in diesen Aufnahmen sieht es so aus, als hättest du es nie so gemacht. Das, ne, also, wie war das? Hast du mir jetzt gesagt, wir veröffentlichen die anderen Tonen als Podcast? Genau, genau. Weil dann kann man da genau unsere Reaktion darauf auch hören. Also, yes. Unsere Reaktion darauf ist so lautstark, dass das eigentlich das Bild sich komplett ergibt. Man hat es vor Augen. Übrigens, wir haben jetzt nochmal eine schöne Gelegenheit, da wir diese Folge hier nachholen, auf ein paar Kommentare einzugehen, die seitdem passiert sind. Zum Beispiel, dass Leute gesagt haben, Leute haben erklärt, was Kalamids komischer Lichtkegel ist, den er stimmt, macht. Ja. Nämlich ein massiver Debuff, der quasi das macht, was der Calamity Ring macht. Und Kalamid kann man sehr wohl den Schwanz abschlagen und das soll wohl sogar der schwerste Teil des Kampfes sein, weil der unheimlich wenige Zeitfenster gibt, um den Schwanz abzuschlagen. Und auch Leute meinten, der Kampf an sich war für sie nicht das Problem, aber den Schwanz abzuschlagen. Genau, habe ich mir danach auch nochmal durchgelesen. Also ich hatte ja gar keine Probleme mit Kalamid. Nur als ich dann mit ohne Rüstung und mit viel ganz wenig Schwertern mit bloßen Händen den Schwanz abgerissen habe. Ja. Ich muss aber sagen, das hielt sich tatsächlich zurück, das passiert ja bei Dark Souls gerne, wenn jemand irgendwie einen First Try macht und so, dann gibt es ja gerne mal so Kommentare. Ja, so schwer ist er ja gar nicht. Das war da tatsächlich mal nicht so. Das liest man bei Dark Souls nicht so häufig. Von daher vielen Dank auch an die lieben Worte, die da drunter standen. Also ich habe ja Ludwig im First Try und nackt besiegt und hatte gar keine Waffe in der Hand, sondern habe nur so meine Blood Vials in seinen Hals gerammt, bis er verblutet ist. Ich habe ihn getauntet und also aus Scham selbst umgebracht. Hat einfach das Wunderzort genommen. Ja, so besiege ich alle Bosse. Hat sich den Kopf da abgeschnitten, damit er hinterher noch nach dem Kopf da liegt. Witze auf ihn geworfen. So, jetzt mache ich aber noch das, was wir auch in der anderen Aufnahme gemacht haben. Nämlich apropos noch Wortwitz. Das King geht. Ich muss kurz einen Wortwitz von dem herrlichen Mr. Huge zitieren, als wir über Ludwig gesprochen hatten. Er hat nämlich erzählt, dass dieser Boss eine Kopfbedeckung trägt, die ihm hilft, bessere Ausrüstung zu finden, und diese heißt Ludwig. Das ist schon ziemlich gut. Das wollte ich kurz bringen. Vielen Dank, Huge, dass du uns mit deiner Präsenz beehrst und mit diesen Witzen. Ich fühle mich wohl mit dir. Bei dir, in dir. Was? Wer hat das gesagt? Du hast das sehr schnell komisch gemacht, Robin. Ja, du brauchst noch nicht mal andere Leute dafür. Das finde ich immer wieder beeindruckend. Das Problem ist, wenn wir alle in so Momenten, wo die Stimmung ein bisschen hochkocht oder so, oder wo wir die Stimme erheben, das ist manchmal selbst für mich gar nicht so leicht zu unterscheiden, wer auf der Aufnahme gerade spricht. Und dann weiß ich gar nicht mehr, hat die Scheiße gerade ich gesagt oder Robin? Und das ist ein Gefühl, das ich nie haben wollte, Leute. Danke für das Kompliment. Weil, du wirst da nicht mit ein. Du und Tom, ihr seid hier die Guten. Ihr seid die Clever. Ja, Mats und ich würden uns niemals in irgendwas reinsteigern oder so. Die Guten, kann ich mir schwer vorstellen. Einfach mal die Fresse halten jetzt. Genau. Ihr würdet euch gutes Let's Play. Ihr würdet euch nie in irgendwas reinsteigern. Warum habe ich jetzt gerade Careless Whisper im Ohr? Du bist der Einzige, der diesen Songnamen und den. Ja, ich wollte gerade sagen, ich wusste gerade nicht, was du meinst. Das ist eine ganz eigene Art. George Michael, der Herr habe ihn selig, so disrespektieren. Ja, das respektieren, ist. Dieses Wort. Über die Toten nur Schlechtes. Ja, sicher. Sonst wäre er doch nicht tot, wenn er so schlecht wäre. Können sich ja nicht mehr wehren. Ach ja, wenn George Michael so talentiert war, dann ist er dann tot. Ja. Ja, Entschuldigung. Was willst du denn dagegen sagen? Ja, Jesus hat nicht tot geblieben, nur weil er tot war. Ja, der ist einfach wieder gekommen. Der war noch talentiert, Jesus. Der war noch richtig. Boah, wieder so gut Musikkünstler wie Jesus. Denkt dran, mit diesen Worten beendet ihr gerade dieses Jesus Fanbeat zum zweiten Mal. Zum zweiten Mal dieses langjährige Let's Play. Dass man das sagen kann. Jesus Schizzle. So nenne ich ihn nur. Schizzle. So, warte, wir müssen uns noch hermachen. Leer machen? Hermachen. Ach so. Das wollen wir anziehen. Och. Ich finde alles an Sex. Was wollen wir anziehen? Symbol of Avarice, dann stoppst du auch beim Gespräch. Ja, ich habe ja genug Flasks. Die Robes von Chandler sind doch immer ganz lustig. Christine, Da sind Federn. Und Maiden Skirt.
Oh ja, it's perfect. Hat schon vieles. Der Blick von ihr sagt alles. I am dusk of Ula's seal and what the fuck? Das klingt wie eine Sendung. I'm dusk of Ula's seal and what the fuck? Dusk von der Mike Clock, please. Guten Tag. Ich frag mich, ich hab die Rate nicht mehr im Kopf, mit welcher du Lebenspunkte verlierst. Ich frag mich, wie. Okay, gut. Hallo. Mario. Die Zunge schlabbert mir zu wenig. Weißt du, gerade noch, ihr wisst schon, dass ihr damit unseren langjährigen Dark Souls von jetzt guck dich an, sieh dich an, Tom. Er hat sich nur im Niveau angepasst. Wusstet ihr, dass Truhen nicht schwitzen, sondern es über die Zunge machen? Deswegen hecheln die immer atmen so. Die auch so? Nee, atmen tun die durch die Schweißporen. Und wie essen sie? Gar nicht. Ah. Und dann machen sie das mit den Leute fressen nur aus. Das ist ja metaphorisch krass. Metaphorisch beißen Menschen, sie den Arsch ab. Wenn Menschen etwas in sie hineintun, um es dann aufzulagern, ist das für sie Nahrung. Das wie? Glück. Oh nein. Oh nein, nicht der Typ schon wieder. Wusstet ihr, dass Mimics zumindest in Dark Souls 3 eine eigene Animation haben, wenn sie als Truhen sterben und nicht in verwandelter Form? Ja, das habe ich schon mal bei Vatimivia gesehen oder so. Das ist ziemlich cool. Naja, sie haben dann einfach, also dann reißen sie den Deckel auf, der Deckel klappt so komplett nach hinten, die Zunge hängt raus und dann verschwinden sie. Okay, ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesehen habe. Das kannst du durch Vergiftung erreichen oder durch Talismane, wenn du es betäubst. Achso, doch, das mit dem Lloyd kenne ich. Das ist die Animation einfach. Nee, das ist die Einschlafanimation. Stimmt, da schlafen sie ja ein. Ja, aber du kannst sie halt töten, ohne dass sie sich verwandeln. Und wenn du sie tötest, ohne dass sie sich verwandeln, haben sie eine eigene Animation. Weil Dark Souls, Details. Yes. Ich habe gestern ein... Gerne mal das kommen lassen. Richtiges. Ja, ich habe gestern in einem random Video etwas zu Metal Gear Solid 3 gesehen, was ich noch nicht wusste. Und da bin ich fast verreckt, weil das ein Trivia war, was ich nicht kannte. Nämlich wenn die... Wusstest du, dass die End sterben kann an Altersschwäche, wenn man die Konsole der Woche vorstellt? Boah, würde ich einfach gehen dann. Wenn die Krokodile, die machen immer mal wieder so den Mund auf, so wenn die irgendwie Dialog sagen und sowas. Wenn du in dem Moment eine Granate auf die wirfst, schlucken die runter und dann gibt's halt keinen Explosionsradius, sondern das Krokodil hüpft nur so nach oben, wenn die Granate explodiert und dann kriegst du halt ganz viel Krokodilfleisch. Das ist ein ziemlich cooles Detail. Fucking awesome. Das ist so ein bisschen wie, wenn du die Krokodilmütze aufsetzt, auf den Boden kriegst und dann vor einer Ecke vorlugst und ein Soldat dich sieht und sich erschreckt. Ja, das finde ich auch sehr cool. Ja, das sieht so lustig aus, wie es so hochhüpft und so Dampf aufsteigt aus dem Innern. Because that's how grenades work. Ja. Dampf aus dem Innern. Album Nummer 2. It's an honor to see you again, I think. I guess. I'm dying. Okay, mach proper Bow. Den nehmen wir gleich, ne? Aber es ist immer noch derselbe Dialog, oder? Stimmt, das war ja gar nichts. Stimmt. Ja, gab ja gar nichts so. Umsonst gewartet auf uns. Aber es gibt einen. Ich habe den in der Zwischenzeit sogar nochmal gehört irgendwo. So, I have only the faintest memories of what happened in the abyss, but I think... Also, es gibt diesen... Wäre jetzt ja nicht das erste Mal, dass wir in die Monolog... Vielleicht kommt es ja einfach, wenn man sich nochmal... Dialog haben, deswegen. Ja, ich weiß halt nicht. Manchmal ist es ja in Souls leider auch ein bisschen obskur, wie das zustande kommt und so. Kommt jetzt gar nicht mehr. In diesem Sinne. Ja, nice. Echt nicht? Vielen Dank fürs Zuschauen. Nice try. Ist sie weggegangen? Hat sie die Chance? Hat sie die Chance genutzt? So, weißt du, so, guckt aus dem Meer, oh fuck, der Thronfreak. Und wischt so ihr Zeichen weg. Nee, macht so Moos drüber schnell. Polizei hat das geraten. War leider nicht wasserfest. Nicht Wasser. Gut, dann bringe ich uns halt nochmal zum Firelink-Schrein. Redet mal ein paar verabschiedende Worte. Macht ihr das nicht singen? Für mich ist das hier der Abschluss einer sehr, sehr, sehr langen Reise, die ihr zwischendurch ohne mich fortgeführt habt. Aber das ist so, weißt du, das ist so wie in Herr der Ringe, wo Gandalf zwischendurch dann einfach mal kurz weg ist. Genau, und wir schauen dann nach Osten. Ja, ich sehe mich auch persönlich als Gandalf. Das ist, Inwiefern? Auch ich werde von einem Schwulen gespielt und was? Gandalf ist doch nicht schwul! Gandalf ist ein Zauberer. Das ist das Argument! Das geht schon wieder nicht. Tut mir leid, wolltest du, dass wir würdevolle Abschiedsworte finden? Ja, ich dachte, jetzt kommt irgendwie was Schönes, so ein bisschen auch sentimental. Und ich meine, die Musik gerade von Robin hat es ja auch gemacht, aber dann ja, wir kriegen schon wieder einen Content-Treffer. Gandalf hat nicht angefangen. Jedenfalls, aber jetzt ganz ernst, wir haben damals, ich glaube, Dark Souls war das erste, was wir überhaupt begonnen haben, oder? Ich glaube, die allererste Aufnahme. Nein, das war die allererste Final Aufnahme. Fantasy 13. Ja, aber es war die allererste Aufnahme. Ach so, Final Fantasy 13 war das erste, was erschienen ist. Ich weiß noch, in der ersten Folge wussten wir noch nicht mal, du wusstest nicht mal, du hast eine Anmoderation versucht und wir waren uns nicht mal einig, ob wir anmoderiert waren. Ja, stimmt. Und ich habe immer gesagt, hör auf anzumoderieren. Sind wir bis heute nicht immer ganz sicher, um ehrlich zu sein. Wie man vielleicht auch an dieser Folge wieder merkt, oder zu einer letzten, je nachdem.
Nein, aber für mich ist das irgendwie. Da war. Amor etwas. Für mich, es war zwar diese große Lücke dazwischen, aber für mich ist es halt tatsächlich so, als wäre ich gar nicht weg gewesen eigentlich. Ah. Und das ist so. Mir persönlich gibt das sehr viel, dass wir jetzt so Dark Souls komplett haben. Natürlich nicht komplett, weil Dark Souls kann man immer weiter spielen, aber es ist das Ende einer 5-jährigen Reise mittlerweile, oder? Wie lange ist das her? Ja, naja, 2013 ging es los, 4 Jahre. 4-jährige Reise. 2013 ist nicht 4 Jahre her, das ist nicht wieder verrückt. Das war letzte Woche. Ist leider so. 4 Jahre, deine Bruder ist 4 Jahre her. Ich möchte mich mal bedanken bei allen, die tatsächlich von Anfang an dabei waren. Natürlich auch bei allen, die mittendrin eingeschaltet haben und tatsächlich sich die Mühe gemacht haben, nachzuholen, weil wir ja teilweise ein Jahr kein Dark Souls gespielt haben und dann ging es mal für 2 Stunden weiter und dann kam wieder ein Jahr kein Dark Souls. Und das war ja auch verwirrend. Ich meine, die ersten 80 Folgen, glaube ich, war ich dabei, dann war Dani kurz dabei, dann genau, warst du Mats auch dabei. Und Mats ist dann dabei. Ja, dabei. Ja, also jeder ist dabei. Das ist eine sehr durchwurstelte Angelegenheit. Man könnte jetzt auch behaupten, dass du mittendrin einfach mal anders warst. Und jetzt hat sich herausgestellt, wir dachten, und ich weiß es irgendwie so, hätte ob man das auch schauspielerisch. Ja, schauspielerisch. Ich halte die, also wir haben schon mal etabliert, dass die Tanto 3 Community sehr, sehr dumm ist. Aber nicht so dumm, dass sie entweder deine oder Danis liebliche Stimme mit meiner vermesselt. Für so doof halte ich sie nicht. Oh, danke, Baba. Und Dani, bist du es? Es hätte alles eigentlich viel noch schlimmer sein können. Das finde ich ein gutes Fazit für vieles. Es hätte durchaus noch schlimmer. Ja, das Ende von Dark Souls 1. Es hätte schlimmer sein können. Und ja. Was ich auch cool fand, war auch dieser Wandel von 3 Leute fangen mit unterschiedlichen Erfahrungen in dem Spiel an. Robin hatte es schon durch, ich kannte es ein bisschen, du hast es quasi gehasst. Erst nicht gekannt, dann hast du gelernt. Wirklich. Dann irgendwann habe ich es nachgeholt während des Spielens und Tom mochte es immer noch nicht, aber hatte sich, glaube ich, so ein bisschen damit abgefunden. Ja, damit abgefunden, dass ich gut aussehe. Und dann in dem Moment, als ich aufgehört hatte, hat nahtlos Tom gerade privat, war ein riesiger Souls-Fan geworden und hatte mehrfach schon durchgespielt. Ich finde, das war alles eine sehr, sehr wilde Reise. Ja. Und da Time to 3, glaube ich, nach wie vor nicht immer dafür bekannt ist, durchzuspielen. Jetzt hör doch mal auf, immer zu dissen. Nee, das ist ja nicht unrealistisch. Manche Sachen bleiben hinten mal dran, aber doch größ. Man kann schon sagen, hast du Marlon Briggs and the Mask of Death durch? Naja, das ist also. Das Argument gerade. Ist das einzige Spiel, was zählt. Ich möchte auch mal betonen, dass seit wir zwischen dem Zeitpunkt, wo wir Dark Souls angefangen haben und jetzt, wo wir es beendet haben, sind Dark Souls 2, Dark Souls 3 und Bloodborne erschienen. Ja. Und wir stehen kurz vorm allerletzten DLC von Dark Souls 3. Also wir haben es noch geschafft, bevor die Reihe komplett endet. Ja, das ist alles wieder klar. Wenn die Aufnahme hier geklappt. Ich wollte gerade sagen, es sind noch viele Wenns und Abers in diesen Sätzen. Okay, damit sind wir durch. Nächster Stopp, Marlon Briggs and the Mask of Death. So. Ich würde ja die vorspielen wollen. Die Story muss, dann muss ich aber nochmal ein Story-Recap machen. Kannst du da runterspringen, fliegen? Guck unsere alten Folgen, die sind echt unterhaltsam. Ich habe sie neulich nochmal geguckt. Also wenn alles klappt, wie ich plane, dann fallen wir jetzt gleich in unseren Tod. Geil. Office. Und so muss es enden. Es hat Spaß gemacht mit euch. Ja. Juhu.